Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder. Mein Name ist Sandrock, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sitzen wir wieder ganz bequem mit Fred in seiner Bude. Ach ja, so ist es, man muss auch mal. Ich habe ja so viele Sitzmöglichkeiten, da muss man die auch mal nutzen. Wir können uns auch nochmal hinsetzen. Und immer wieder eine andere Wand, die man ansehen kann. Das ist schon vielfältig in so einem Haus. So, hier habe ich nochmal ein Bild hingehauen. Wenn man da jetzt mal dran kämen, könnte man da auch noch mal was reintun. Schauen wir mal. Wir haben ja so ein, zwei Bilder. Auch wenn die Reihenfolge komplett random ist. Keine Ahnung warum. Warum das Spiel das so macht. Ich weiß es nicht. Eigentlich haben die ja alle einen Datumstempel oder einen Dateinamen. Aber das würfelt das hier einmal. Das ist eigentlich ein schönes Bild, finde ich. Den Sonnenuntergang. Manchmal habe ich echt schöne Bilder gemacht. Also, muss ich selber loben. So, so eine schöne Abendstimmung oder, ja, weiß ich nicht, kurz nach dem Atomanschlag. Es ist, aber wenn es schön aussieht. So, ja, es gibt auch mal eine ganz andere Stimmung. So, gehen wir mal runter. Ja, die Kinderbilder auch immer wieder. So, apropos, wo ist denn unser kleiner Schlingel? Keiner da. So, wir müssen weitermachen, damit wir uns hochstufen können, damit wir den nächsten Kampf um das Superschwert bestehen können. Also Levelaufstieg, 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 damit wir am Ende des Spiels 99 haben und dann 700.000 Spielstunden. Ich kriege ja noch einen Ordner, einen Rekord gemacht haben. Aber es gibt einige, die über 600 Stunden schon gespielt haben hier. Das ist gar nicht mal so wenig. Hallöchen, zieh mich an, ich tanze! Ja. Okay, das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber Fred ist auch nicht so ein Tanztalent. Trotzdem sind wir hier der absolute Tanzmeister, aber na gut, auch wenn Jasmine immer ein sehr, sehr schwerer Gegner ist. Davon haben wir zwei, ne? Ach komm, nehmen wir die Pinsel. Ich hab den letzten Leinwand. So, kannst du ein bisschen das Haus anmalen. Ja, es ist cool. Natürlich ist das cool. Pinsel sind immer cool mit Farbe und dann. Da geht's zu Hause und Rocky, der könnte das gebrauchen. Ein bisschen frische Farbe an der Wände. Das ist außerdem gewohnt, dass die Kinder alles ankleckern. So, wunderbar. Wir müssen noch ein bisschen bauen. Das hier ist in der Mache. So, heute nochmal schöne Aufträge, damit wir ein bisschen Geld verdienen und Punkte bekommen und so weiter. Und nicht so viel hier irgendwie. Hier haben wir nochmal versteinerte Stöckchen für Owen. Die können wir noch machen. Hier müssen wir eher gucken, wo wir die meisten Experience Points kriegen. Das ist nicht viel. Naja, hier müsste ich immer rüber und mal Samen für Kartoffeln kaufen. Und Sandy geht raus spielen. Oh, genau, geh spielen und nicht in die Schule. Ja, habe ich das auch gemacht. Auf der ersten Klasse abgebrochen. Mein Gott, kann ich alles haben. So. Unser Zauberspiegel, den müssen wir auch nochmal befragen. Und wie sieht's aus, mein Freund? Ich suche auch mal nach meinem Time, aber ich habe sie noch nie gefunden. Wie sieht's hier aus? Samstag. Gibt es wieder einen Sturm? Oh, das ist spannend. Jetzt läuft er da lang. Samstag ist Sturm. Oh, da hat Benjo und Sandy zusammen Geburtstag. Uiuiui. Oh. Und wir haben Tanzbattle. Ach du grüne Leute. Wo ich gerade vom Tanzen gesprochen habe. Ihr müsst unseren Titel verteidigen. Schon wieder Tanzbattle. Dann kriege ich ja schon wieder richtig schöne weiche Knie her für unseren Boogie-Woogie-Tanz. Das müssen wir natürlich wieder gewinnen. Ist ja wohl klar. So, kein Zug hier, okay. Immer schön achten, wenn ihr hier lauft, ne? Nicht vom Zug erwischen lassen. Das ist nicht gesund. Oft kann man das nur einmal machen. Hey, Miralein, wieder sehr stilvoll heute. Making Art. Kunst, Herr Bruder. Ja, du musst einfach den Bruder loswerden. Was? Ein Seidenschal. Komm, lass uns mal freundschaftlich umarmen. Ich könnte mal Elsie ein bisschen eifersüchtig machen, um die Ehe noch mal ein bisschen anzuheizen. Ne? Ah, das gibt doch mal Feuer. Was hast du hier? Hey, Jin! Immer schön die Schuhe zu binden. Radieschen, Jensen. Hey, Jensen! Mach die Bahn so. Hey, Fred, rede ich zu viel über Züge? Du kannst mir jederzeit sagen, dass ich aufhören soll. Ich weiß über viele verschiedene Dinge Bescheid. Flugzeuge, Motorräder, was immer du willst. Und Züge vor allem. Züge, ja. Ja, okay. Ist alles okay. Gut, da hinten. Ach, Kupi. Ach, der, ja. Hey, Mabel, ich habe sie wieder losgebunden. Was heute? Ist ein freier Tag heute.
der Sinn des Lebens. Das Rezept ist gar nicht so kompliziert, wenn du mich fragst. Man nehme zwei Teile Empathie, streue eine Prise Freundlichkeit dazu, mische es mit einer liebevollen Familie und füge eine große Portion Freunde wie dich hinzu. Dann den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Haha, ich mach nur Spaß, Fried. Aha. Spaß. Okay. Doch. Ich glaube, ich habe noch einen Haufen Alfalfa rumliegen. Ich denke, ich könnte sie verwenden, um etwas Nettes zu zaubern. Hast du zufällig eine Idee? Teile das Rezept Luzern und so. Ja, warum nicht? Okay. Dann viel Spaß. Kannst du mit Cooper zusammen in den Ofen stecken oder so ähnlich? Wie war das jetzt? Hm? Ein dunkles Modell und zwar grauer. Okay. So. Aber hallo, so verhält man sich nicht wie ein Alpha-Jagdmel. So gar nicht, dass er mit Jagdmel redet. Okay. Aber es erklärt einiges. Hey Cooper, hier sind deine Holzbrettchen. Das habe ich gerade angeguckt. Hey, 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 ist mir egal, was andere Leute über dich sagen. Die dauernd über dich meckern, über dich herziehen, Gerüchte verbreiten. Du bist in Ordnung, Junge. Danke für den Auftrag. Wer sagt was? Okay. Das ist übrigens kein Alpha-Jagdmel, aber das ist ja nicht meine Sache. Du bist hier der Fachmann. Hier liegt... Naja, ich habe keinen selber. Alpha-Jagdmel? Okay. Was haben wir eigentlich hier? Irgendwas, das wir gebrauchen können? Ah, nicht so wirklich. Man könnte hier auch natürlich auch Fleisch kaufen, ne? Das ist sogar gerade super billig. Das ist billiger, als wenn ich hier die Ziviltruppe beauftrage. So, dankeschön. So, da komme ich jetzt drauf. Na gut, man muss ja auch was... Okay. Gib mir da Musik. Und morgen Tanzbattle ist. Hier ist auch alles schön geschmückt. Sehr schön. Wunderbar. Wo muss ich als nächstes hin? Okay, zu Ski. Ja, können wir auch laufen. Dann nehmen wir jetzt einen anderen Weg. So. Hey, Sandy. Schön, dass man sich mal wieder zufällig hier trifft in derselben Stadt. Es macht so viel Spaß, alle zusammen tanzen zu sehen. Du bist einen Tag zu früh, Junge. Aber wenn du dich drauf freust, ist ja okay. Sollst du ja auch. Hey, Fred. Tschüss, Fred. Tschüss und Schuhe. So. Hey, Rambo. Wo ist denn dein leger gekleideter Freund? Weißt du eigentlich, dass das Ding hier ein bisschen am Glühen ist hier? Naja. So, oh, die beiden sind Zombies wieder. Cool, okay. Ist immer wieder irritierend. Ja. Hier sind dann der Zink-Titan-Dinger. Ja, vielleicht bastelt sie dann so ein metallenes Surfbrett draus oder so. Schade, dass es hier nichts Neues gibt. Wird Zeit, dass wir nochmal 18 neue Maschinen einbauen. Irgendwie sowas. Mensch, Leute. Was macht ihr denn den ganzen Tag? So, dann müssen wir. Ups. Hab noch echt einen Nachladeruckeln hier. Was ist los? Da können wir noch zu Sieg laufen. Bupf. So, immer schön im Busch landen. Ist ein bisschen weicher. Hallo, Tourist. Hallo, Mika. Hallo, Klon Nummer 3. Klon Nummer 4 und Klon Nummer 5. Ui, lauter Klone hier. So, hat der sich verlaufen? Was machst du denn hier? Die Kubo-Band ist großartig. Jetzt zum Glück ist das schwer, mich. Vermute ich jedenfalls mal. So, gucken wir mal, was Sieg hier zu bieten hat. Sondern, ah, hier da irgendwo. Den sieht man im Getreide nie. Also. Hallöchen! So, hier sind deine Melönchen. Vielen Dank, das ist gut. Oh, ah, okay. Wir sind jetzt beste Freunde und dann B auch noch. Waren wir bisher gar nicht. Das ist ein Ding, okay. So, die ist hier wieder die Blumen am Gießen. Schön, dass hier jeder eine Arbeit gefunden hat. Genau, du kannst auch gerne eine Rede halten. Bäume hören dir gern zu hier. Und hier blubbert noch alles. Sehr schön. Blub. Blub. So. Das ist schon schön gemacht. Alles, wenn man sich mal anguckt. Alles hier so einzeln dekoriert und platziert. Und die ganzen Dinger hier. Hier steht immer noch das kleine Terrarium mit den
kleinen Sandwürmchen drin. Genau, das habe ich repariert hier. Haha, ganz am Anfang. Dass mit den Giglern hier losging. Das war auch lustig. Kaktus, Kaffee, Kartomaten. Habe ich Discs dabei? Weiß ich jetzt gar nicht. 3. So viel? Naja. Gut. Ein paar haben wir ja angepflanzt. Gut. Wir können auch noch ein paar. Können auch noch ein paar an der Windmühle kriegen. Damit unsere. Ja, können wir jetzt hier nicht durchdrehen ohne Kartoffeln, sind die unberechenbar. Von Noodles. Kriegt dann Depression. Ach ja, immer noch schöner Ausblick hier. Jetzt auf das Ding da oben. Kann man da eigentlich drauf? Kann ich eigentlich überall drauf irgendwie. Was die Entwickler zugelassen haben. Na, das hat funktioniert. Kann man den hier umsäbeln? Ne, den Baum hier nicht. Den auch nicht. Nee, das geht nicht. Okay. Ja, man könnte hier noch so viel machen. Könnte aus den ganzen Gebäuden auch noch so ein Dungeon draus machen, dass man so tiefer noch runter geht. Also nicht nur die Giglas-Station hier. Aber da sieht man unsere Wälder da hinten. Schon cool, wie die das hier so eingebaut haben. Das ist nicht nur alles nur Staffage, was sie hier so gemacht haben, sondern man sieht die Ergebnisse auch. Und gerade das finde ich schön, das hast du auch nicht in jedem Spiel. Manches ist dann einfach nur Story oder zum Schein und du siehst nie eine Auswirkung, was du so gemacht hast. Hier siehst du es wirklich. Jetzt mal schießen üben hier. Noch nicht aufgemacht. Wie geht's mit Unschuh eigentlich? Ich will mal wieder Wilson besuchen. Was ist er denn hier? Hey, Wilson, altes Haus. Ich glaube, es geht gut hier. Ja. Bin ich auch, genau. Unschuhe. Naja, er ist ein netter Kerl, trotz allem. So. Ups. So. Radieschen da unten schon wieder. Okay. Dann haben wir hier erstmal alles. Ist auch wieder nichts los, ne? Dann ging es mal einen Musterplan inzwischen. Was steht da eigentlich? Weiß das irgendjemand? Naja. Okay, die chinesischen Teilchen heißen oben eigentlich nur Sand Rock Town, also Stadt Sandrock. Gut, dann wissen die Leute wenigstens, wo sie sind, ne? Ja. Schöner Arbeitsplatz, schön, sehr schön. Mhm. Niemand da. Brauchen wir das Holz? Nee. Davon brauche ich nichts. Und Pilz, hier sind mitnehmen. Mittendrin, okay. Ah ja, wir haben hier einen Baum entfernt aus Pflegemaßnahmengründen. Und dann findet man die Pilze leichter, ne? So, dann wollen wir uns wieder am Zwerg machen. Wir müssen schließlich hier noch Punkte machen. Können wir nicht den ganzen Tag immer nur Vergnügen haben hier. Fähren wir denn hin? Ist ja nicht zum Spaß hier in dem Spiel. So, zack. Sehr viele Sandbären. Also das ist nicht so wirklich abgestimmt auf die Tiere hier, oder? Ihr habt noch Tomaten. Ja. Die Hühner. Was sind die Hühner? Ja. Oh nee, nicht schon wieder. Sag mal, also. Ist das hier, weil das Essen komisch ist? Oder was ist los? Sind schon wieder weg. Ario, was machst du mit meinen Hühnern? Jetzt. Jetzt geht doch mal wenigstens da rein, ihr dummen Hühner. Die Hasen sind auch schon wieder ausgebrochen. Nee. Ave, Edna ist noch da. Ich bin bekloppt. Nee, das ist
denn hier los? Gibt's alles nicht. Und die sind natürlich so dusselig, jetzt da reinzugehen, weil die keine Wegfindung haben, ey. Das gibt's nicht. Horst, du musst nur geradeaus laufen. Das ist die ganze Aufgabe, die du machen musst. Ja, manchmal ist sogar das schwierig. Mit einer längeren Party kann man auch nicht mehr so gut geradeaus laufen, aber man kommt zumindest irgendwie durch die Tür. Horst. Jesus von mir, nee. Also, da kann man sich nicht mit ansehen. Ich weiß nicht. Das ist, also das hatte ich früher auch nicht. Ist das ein Bug oder haben die so Spaß angebaut, dass irgendwo nach 300 Stunden die Tiere alle durchdrehen hier und die Ställe nicht funktionieren? Keine Ahnung, das ist schon sehr merkwürdig. So, was haben wir hier? Tomätchen, okay. Oh, mit. Und hier nochmal Tomaten. Jo, der gute Cooper legt immer noch wieder was hier zu essen hin, warum auch immer. Er hat ja doch irgendwo vielleicht tief, ganz tief, so relativ tief in sich drin eine gute Seele. Hey Birgie! Schöner Tag heute! Ganz genau die Wasserpreise, ja. Und hier, Sonnenschutzfaktor, sag ich hier nur. Nase ist irgendwann ab. So, hier ist ein Sandwurm. Und da ist Nemo. Nemo, du bist ein Hütehund. Warum kannst du nicht die Hühner mal zur Ressort bringen? Waff, waff. Hm? Komm mal mit. So. Gut, ist eigentlich für Kühe ursprünglich, aber kannst du bestimmt auch einen Huhn hier reintreiben. Mensch. Horst. Gib dir einen Ruck. Geh einfach einen Schritt nach vorne. Jesus. Ich kann sie ja leider nicht aufnehmen, das ist ja das Blöde. Das ist hier nicht vorgesehen, dass man die Tiere außer Streicheln anfassen kann. Jesus Maria. Nemo, tu doch was. Fass, Nemo. Ja, du hast es geschafft. Ja, aber er hat zumindest irgendwie eine Wegfindungsroutine, aber die Tierchen hier nicht. Der findet den Eingang. Er klettert sogar über Horst drüber. Okay. Nee. Mäh. Ja, mäh. Mäh ist gut gesagt. Das gibt's alles hier nicht, ey. Das gibt's hier alles nicht. So, Macchiato, hast du auch noch was zu sagen? Mäh, 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 mäh. Ja, die ist alles wurscht. Ich weiß, du bist eine Katze. Oh, nee, wo ist denn hier die Helferkiste? So, dann können wir hier unsere... wir haben so viele von den Dingern. Tomaten. Ja, Kartoffeln haben wir jetzt keine. Müssen wir mal gucken. Oh, Elsilein. Hey. Was ist da oben? Sweetness. Kümmer dich mal um die Hühner. Ach, dein Paar. Vergiss dein Paar. Zeit, dass wir die um die Ecke bringen, das Erbe antreten. So, so sieht's doch aus. Man muss aber die Wahrheit aussprechen. Okay. Dann kaufen die Y-Farm und machen da ein Parkhaus, 4 Kamele draus. So. Zack. Okay. Nee, ups. So, auf Wiedersehen. Chippy. Wie los? Ich. Okay, wenn du meinst. Dann kommst du mal mit. Langeweile gibt's hier nicht. Und du, Benjo? Langeweile. Okay, dann kommst du auch mit. So, das ist alles nur... Bei dem waren wir schon. Schon wieder. Können auch die Gusseisennägel machen. Perfekt, aber dafür finde ich ein bisschen gibt es zu wenig. Ja, wir machen noch für diesen alten Nörgler noch hier die Zink-Titan-Platten. Sieht es dann eigentlich aus? Wir sind auf... So, Mitte von 64. 65 will ich noch und dann versuchen wir es nochmal. Sieht's hier aus. Die Dinger müssen wir noch machen. Schwupp. Ich sehe Hühner. Die sind immer noch da. Ich glaub's nicht. Nein, nicht du, Chippy. Das Gerät hier. Was machen wir als nächstes? Oh, wir haben keinen Zink-Titan mehr. Dann müssen wir hier nochmal den Ofen anschmeißen. Schwupp. So. Jetzt haben wir dann noch was ausgeht immer wieder. Mangan haben auch nicht mehr so viel. Kalksteinziegel haben wir allerdings.
Silber haben wir auch noch. Da haben wir auch noch einige von. Okay, dann machen wir noch ein paar Mangan-Stangen. Der nächste Auftrag kommt bestimmt. Nee, jetzt haben wir, haben jetzt, glaube ich, genug Fisch. Jetzt irgendwann reicht's auch. So, hier können wir jetzt nichts machen. Und hier fehlt einfach nur dieses eine Ding von diesem verfluchten Denkmal. Tja, okay. Da müssen wir mal gucken, was wir noch irgendwo ins Museum hier bringen können. Hey, Macchiato! Komm, du kommst auch mit. Nee, das ist... Könnt ihr die irgendwie hier reinscheuchen, Genoss? Wie viel hier jetzt rumbuseln? Horst, komm endlich! Du dummes Huhn! Ja, jetzt haben wir alle... Alle sind im Stall. Nur die Hühner nicht. Ja. Okay. Was soll man machen? Hey, Gecko! Ah, kommt auch mit. So. Was haben wir denn heute? Mittwoch. Hey, Pack, was kann ich? Gucken wir mal. Auf die ganzen Klone hier noch wieder rum. Einen guten. Ich glaube, ich will jetzt hier hinterherlaufen. Kommt, 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 Kinder, kommt. Gecko hat natürlich die kürzesten Beinchen. Tierchen-Invasion in Sandrock. Das sieht auch cool aus. Hey, Bibi. Hallo. Hallo. Ich verstehe diese Vorrichtung im Spielezentrum nicht. In meinem Alter nützt das nichts, denke ich. Kratori macht doch all diese komplizierten Regeln. Naja, dann gehen wir zum Mahjong-Tisch. Aber lass dich vor mir nicht stören. Du solltest dich amüsieren. Meine Enkelin liebt dieses Boxspiel. Sie kann ganz schön zuschlagen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja, ja, Spiele, das ist... beim Computerspiel, das ist eher als Blödsinn. Kann man einfach lassen, muss man nicht. Spielt lieber Karten oder sowas. Schach oder wie dieses Würfelspiel heißt. Hey, Owen, auch wieder schick aus heute. Ich wünschte auch, ich wäre früher hergekommen, dann hätten wir dieses Spiel viel früher anfangen können. Aber es ging ja nicht. So, machen wir mal ein bisschen Abendessen. Gibt es noch ein leckeres, würzige, saure Kartoffeln und Highwinder Bratreis? Für 8 Golds, da kann man nichts sagen. So, kommt. Kinder, ihr könnt die Teller dann ablecken. Die sind alle hier. So, kommt mal mit. Warum habe ich denn hier getrockneten Sanakuda eigentlich drin? Hm, wer weiß es nicht. So, ist hier oben jemand? Nee. Jetzt war wieder richtig viel los hier bei Owen. So, kommt mit. Wir gehen wieder. Hier ist tote Hose. Sogar der Besitzer geht. Und die einzige Köchin im Bikini. Na gut, ist die bei uns mittwochs um 21 Uhr. Wenn die Bürgersteige hochgeklappt. Jasmine läuft hier noch rum. So, so, tschüss Owen, tschüss Grace, tschüss Klon Nummer 1, 2, 3, 7, 8 und 12. Eine Revolution ist anmo. Ja, die Revolution. Der Tanzwettbewerb. Guck mal, wie sie alle hier rumwuseln. Ui. Ja, ich habe dir ein paar Fans mitgebracht. Okay. Wir wollten nur mal wissen, wie es dir geht, so altes Kamel. So, gucken wir mal. Vielleicht haben wir noch was Schönes für dich. Wer weiß, was du so magst. Das ist auch schwer rauszufinden. Das kann ja teilweise hier absolut absurd sein, was du, worauf du so total abfährst. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, vielleicht magst du ein schönes Feuerwerk, man weiß ja, romantisch und so. Das schmeckt nicht, ja, das dafür war es nicht vorgesehen. Na gut, komm Tierchen, wir gehen ins Bett. Hopp, hopp, hopp. Husch, kommt. Schön hinterher. Das war gar kein Zug, oder? Ist irgendwas passiert? Streiken die schon wieder? Ich weiß es nicht. So, jetzt aber. Sag mal, poliert er das Ding da jetzt oder macht er? Okay. Ups. Na gut, so, gehen wir mal nach Hause. Elsie wartet schon mit dem Bett. Wie immer. So. Können wir alle hinterherkommen? Mahjong, nee, das war bis heute nicht verstanden. Sind die Leinen schon da? Ne, die müsste eigentlich gleich hier angedockelt kommen. Oder? Wir haben schon 10 Uhr.
So, kleinen Wuseln, Wuseln hier. Das sieht aus. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu dunkel, oder? Oh. Ja, ich habe keine düsteren Bilder hier im Schlafzimmer eigentlich. Ah ja, Elsie macht sich Bett fertig. So, wups, einfach rein. Okay, mit Schuhen und allem. Na gut. So, komm, dann geht ihr auch ins Bett. Nicht hier buddeln, das ist der Teppich. Okay, ich mach mich nervös langsam. So, du kannst jetzt... Geh du mal in dein Bettchen. So, du auch. Okay, du drehst schon durch. Du gehst auch. Chippy, hier nicht buddeln, bitte. Dann sind die Dielen kaputt. So, Nemo, das... Richtig nicht. So, du kannst auch gehen. So, welchen Weg nehmt ihr jetzt? Hier runter. Okay. Gar nicht so dumm. Und dann hier durchs Zimmer. So doof sind sie gar nicht, ja? Die finden den Weg in ihr Bett. Jo, interessant. Okay, die, also die schaffen sich jedenfalls 10-mal besser als die Hühner. Oder als Fred. Wenn wieder das Bett nicht findet. Wo ist denn hier das verdammte Schlafzimmer? Ach, hier. Elsie, ich komme. Mie, 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 mie. Oh, das ist eine anstrengende Nacht. Puh. So, heute ist Dance Battle. Juhu. Heute werden wir hier unseren Tanztitel wieder verteidigen. Ja, bis die Knie wackeln. Aber, auch diese beendet. Aber das sehen wir in der nächsten Folge hier bei My Time at Zentrok. Bis zum nächsten Mal. Ja, und passt immer schön auf eure Hühner auf. Mann.